heiligste Mission des neuen Mediums, das Bild des Führers unauslöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen. Der Fernsehfunk war jedoch ein viel zu bescheidenes Pflänzchen, um diesem gewaltigen Anspruch gerecht zu werden. Er beschränkte sich dann auch mehr auf seine unterhaltenden Aufgaben. Immerhin war es die Keimzelle jenes großen Apparats, ohne den heute, 50 Jahre danach, unser öffentliches Leben kaum noch vorstellbar wäre. Karl-Ludwig Peschke und Dieter Zimmer haben Filme, Fotos, Geräte und so weiter, vor allem aber Mitwirkende aus den ersten Jahren gesucht und gefunden. Achtung! Hier sind die Ultra-Kurzwellensender Berlin-Witzleben auf Welle 6,772 Meter für Bild und auf Welle 7,06 Meter für Ton. Das Reichspostzentralamt überträgt Fernsehversuchssendungen. Sie, das ist doch ein Trick. Die kleine Dame sitzt doch in den Karten drin, nicht? Nein, das ist kein Trick. Die Sprecherin sitzt im Fernsehlaboratorium der Reichspost in Witzleben. Ich sitze hier in der Abtastzelle des Fernsehlaboratoriums. Jeder Gegenstand, jede Person in dieser Zelle kann Ihnen als lebendes Bild sichtbar gemacht werden. So, Hex, komm mal her. Zeig mal den Herrschaften, was wir können. Gib mal laut. Laut. Kann sie auch. So weit ist die Fernsehtechnik heute schon fortgeschritten. Nichts bleibt im Auge des Fernsehsenders verborgen. Der Fernsehsender ist das Auge der Welt. Frau Patschke, Sie waren die erste deutsche Fernsehansagerin. Wie sind Sie denn damals zum Fernsehen gekommen? Eigentlich durch einen reinen Zufall. Ich war Schauspielerin und hatte zu einer Hochzeit einen der Gäste, der beim Fernsehen waren, na, der Berliner sagt, verulkt, nicht so, bisschen auf die Schippe genommen und fantasiert, was man mit Fernsehen vielleicht alles würde machen können. Und da war ich munter und heiter aufgefallen. Und als nun das Fernsehen jemand brauchte, der geeignet war, da hat man sich an mich erinnert. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Fernsehsendung? Ja, sicherlich. Das war schon eine ganz besondere Sache. Ich war vorbereitet für, sagen wir mal, 10 Minuten Live-Sendung. Aber das Interesse war so groß und die Anrufe kamen, weitermachen, weitermachen. Das ist ja so interessant, dass jetzt also das erreicht ist, dass live gesendet werden kann und nicht nur der Film. Ja, und da stand ich da und hatte keinen Stoff mehr, nicht? Und da musste man sich was aus den Rippen schneiden. Und ich hatte, saß einen Hund und der war zufällig da. Und dann habe ich diesen Hund auf den Stuhl steigen lassen und habe ihn bellen lassen und habe ihn als ersten Fernsehhund vorgestellt. Und unter diesem Druck stand man eigentlich immer, irgendetwas spontan zu entwickeln und zu bringen. Ich habe mit Masken gearbeitet und mit Trachten, Hauben und sowas, nicht? Also alles bis zu diesem Brustausschnitt. Ich habe mich erinnert, dass ich in der Schule Zeichensprache gemacht habe und habe das Zeichen-ABC beigebracht. Ich habe auf die Rückwand dieses kleinen Raumes habe ich Bilder gemalt, Busch zitiert dabei und Busch-Bilder gemalt. Und gleich zu Anfang, als wir die Premiere hatten, da hatte ich beim Nachbarn Meerschweinchen entdeckt. Und top bin ich mit diesen Dingern in diese Fernsehzelle gegangen und habe die Meerschweinchen präsentiert und habe gesagt, hier, ich bringe Ihnen Glücksschweinchen. So, und so hat man sich immer irgendwas einfallen lassen müssen. Warum mussten Sie damals eigentlich im Dunkeln arbeiten? Man kann nicht sagen, dass es unbedingt im Dunkeln war. Der kleine Raum, in dem ich saß, hatte an sich keine Beleuchtung. Aber gegenüber war ein Loch in der Wand und durch dieses Loch drang ein bläuliches, flackerndes Licht. Das hatte die Technik hergestellt und dieser Strahl, dieser Lichtstrahl, der sogenannte Abtaststrahl, strich über mich und so weit wie ich diesen Strahl sah und wie er sich auf der Rückwand dieses kleinen Raums auch fing, wusste ich, dass das Bild war.
Konnten Sie sich damals, Mitte der 30er Jahre, schon vorstellen, was aus diesem Medium Fernsehen einmal werden würde? Das ist schwer zu sagen, im ganzen Umfang natürlich nicht. Aber die Faszination war so unglaublich, dieses kleine, zappelnde Bild, das hat alles begeistert, vor allen Dingen junge Leute. Und so wie die Zuschauer abends in Reihen gestanden haben und haben durch die Fenster geguckt, das Fernsehlaboratorium lag im Erdgeschoss, und da waren dann immer 2-3er Reihen von jungen Leuten, die guckten. Also, dass das großes Interesse hatte, das war schon selbstverständlich. Es ist nicht sehr bekannt, dass man in Deutschland schon 1935 fernsehen konnte. Wenn auch nur in Berlin und dort in einer Reihe öffentlicher Fernsehstuben der Reichspost. Aber es war schon richtiges Fernsehen. Es ist nicht viel davon übrig geblieben. Ein paar Fotos, ein paar Meter Film. Ein paar Erinnerungen jener, die damals mitgemacht haben. Und einige alte Apparaturen und Geräte, vor allem hier im Berliner Post- und Fernmeldemuseum. Vorsintflutlich muten sie uns heute an, wie zum Beispiel dieses Mikrofon, in das meine Kollegen damals gesprochen haben. Heute tut es dieses hier und besser sogar. Dazwischen liegen eben über 40 Jahre technische Entwicklung. Das ist der erste elektronische Fernsehempfänger, gebaut von Manfred von Ardenne, vorgeführt auf der Berliner Funkausstellung 1931. Ein erstes Seriengerät der Firma Löwe. Wie alle anderen hier funktioniert es nicht mehr. Dieses Gerät hier stand in der Wohnung von Paul Nipkow, der vor fast 100 Jahren das erste brauchbare Fernsehsystem entwickelt hat. Solche Telefunkenempfänger standen ab 1936 in den Berliner Fernsehstuben. Dieses Lorenz-Gerät wurde ebenfalls ab 1936 gebaut. Und hier ein Empfänger von 1938 mit senkrecht stehender Bildröhre. Das Bild betrachtete man in einem Spiegel. Eine kleine Chronologie. Nicht weit vom Funkturm begann 1935 das deutsche Fernsehen. Aus der Rocknitzstraße 8 kam das erste regelmäßige tägliche Fernsehprogramm der Welt. In diesem winzigen Studio saß man, wie Frau Patschke schon sagte, fast im Dunkeln und wurde von einem rotierenden Lichtstrahl abgetastet. 22. März 1935, festliche Eröffnung des Programms vor geladenen Gästen im nahen Haus des Rundfunks. Otto Gebühr, in seiner Standardrolle als Friedrich der Große, war einer der ersten bekannten Künstler in der kleinen Dunkelzelle. Auf der Funkausstellung 1935 wurde Paul Nipkow interviewt, mit dessen Technik des rotierenden Lichtstrahls das Fernsehen zunächst arbeitete. Paul Nipkow, kurz vor seinem Tode im Jahre 1940, die einzigen Filmaufnahmen des großen deutschen Fernsehpioniers. Die Olympischen Spiele 1936 waren das erste große Ereignis, das live übertragen wurde. Ein erster Fernsehaufnahmewagen im Olympiastadion. Der neueste Schrei damals, elektronische Kameras, zunächst nur für helles Tageslicht geeignet. In 27 Berliner Fernsehstuben konnte man die Übertragungen aus dem Stadion verfolgen. Im Deutschlandhaus am heutigen Theodor-Heuss-Platz wurde Ende 1938 das erste Studio mit elektronischer Technik eingerichtet. Nur ein kleines Modell ist von diesem Studio erhalten, das vorher ein Tanzcafé war und aus dem nun im Hellen gesendet werden konnte. Erste Fernsehspiele gab es, zum Beispiel Station D im Eismeer, live bei 60 Grad im Studio. Es war so heiß, dass der Papierschnee hochwirbelte, anstatt zu fallen. Fieber im Urwald hieß dieses Stück, zu dem die Hitze im Studio nun freilich passte. Es gab auch schon vorsichtige Frivolitäten. Dies soll allerdings die gewagteste Szene gewesen sein. Der Strom, das einzige Fernsehspiel jener Jahre, von dem eine kurze Szene im Film erhalten ist. Wissen Sie, wo Jakob ist? Ja, er wird wohl auf dem
Damm beim Eisgang sein. Dann holen Sie ihn rein. Ja. Halt mal! Noch ein Wort. Ulrichs, Mann! Wissen Sie, was Sie für eine Verantwortung auf sich nehmen? Sie haben gesagt, Vater habe von einem Testament zu Ihnen gesprochen. Ja. Wäre es nicht ganz leicht möglich, dass Vater das Testament hat machen wollen, aber nicht mehr dazugekommen ist? Nein, das ist ganz unmöglich. Warum? Weil er das Testament schon fertig gehabt hat. Und ein paar Minuten, nachdem er mir es anvertraut, da hat er die Besinnung verloren und ist nicht wieder zu sich gekommen. Ja, so ist das gewesen. Und nun werde ich mal nach Jakob suchen gehen. Nichts Weltbewegendes, aber eben ein einmaliges Dokument. Gustav Knuth hat damals Fernsehen gemacht. Und von den heute noch bekannten Darstellern fanden wir auch Rudolf Platte auf einem Szenenfoto wieder. Ein prominenter Gast, der Schriftsteller Sven Hedin, interviewt von Alfred Braun, dem Altmeister der Live-Reportage. Das erste Fernsehnachrichtenstudio, noch recht wohnlich. Der Sprecher hieß Karl-Heinz Uhlendahl. Das ist der Kuppelsaal neben dem Olympiastadion. Hier wurde im Krieg Truppenbetreuung über Fernsehen gemacht. Auf der Bühne Heinrich George. Aus diesem Studio im besetzten Paris wurde ab 1942 ebenfalls Fernsehen gesendet, unter deutscher Leitung und mit deutscher Technik. Diese Ballettprobe ist als filmisches Zeugnis überliefert. Das Programm in Paris wurde im August 1944 eingestellt. Bald darauf auch die Sendungen in Berlin. Sie werden es kaum glauben wollen, meine Damen und Herren, aber es gab damals auch schon Fernsehtelefon. Diese Gegensee- und Sprechzelle hier, wie man das nannte, lief seit 1929 als Versuchsanlage. Und ab 1935 gab es das Fernsehsprechen. Und zwar zwischen bestimmten Fernsehsprechstellen in Berlin, Leipzig, Nürnberg, München, später auch in Hamburg. Die Technik dieser ersten Anlage hier war noch nicht elektronisch, sondern mechanisch. Mit der berühmten rotierenden Lochscheibe nach dem Patent von Paul Nipkow. Apropos Technik, wir wollen Sie da nicht mit Einzelheiten überschütten. Nur so viel ist wichtig zum Verständnis. Fernsehen beruht sehr einfach gesagt darauf, dass ein Bild in Punkte zerlegt wird, die in Zeilen angeordnet sind. Und am anderen Ende, sozusagen in Ihrem Fernseher, wird aus Punkten und Zeilen dieses Bild wieder zusammengesetzt. Und je mehr Punkte und Zeilen das sind, desto schärfer ist natürlich das Bild. Am Anfang war es verständlicherweise noch sehr unscharf. Dies ist eine der elektronischen Kameras, mit denen 1936 die Olympischen Spiele live übertragen wurden. An einer anderen Kamera im Olympiastadion stand damals Walter Bruch. Und wenn Ihnen dieser Name nicht auf Anhieb etwas sagt, füge ich hinzu, Mr. Pahl. Denn Walter Bruch hat nach dem Kriege das deutsche Pahl-Farbfernsehsystem entwickelt. Von seiner Olympiakamera ist nur noch dieses Objektiv hier übrig geblieben. Aber er selbst hat noch einiges zu berichten. Herr Professor Bruch, wer konnte 1936 Fernsehen? Ja, anlässlich der Olympischen Spiele hat man eine Reihe von Fernsehstuben in Berlin eingerichtet. Man konnte ja nur in Berlin empfangen. Und man hatte auch noch zwei sogenannte Großprojektionstheater. Also das, was heute als neuester Schrei gilt, die Großprojektionsfernsehbilder, gab es damals schon. Eins davon hatte ich mit meinen Mitarbeitern aufgebaut. Aber Fernsehen gab es ja schon viel früher. Und Sie waren daran beteiligt. Ja, also ich habe mit Fernsehen 1929 angefangen. 1929 wurden die ersten Versuchssendungen gemacht mit 30 Zeilen von Berlin aus. Und ich habe hier eine Mappe mit einigen Bildern aus jener Zeit. Und da finden Sie beispielsweise den Fernsehempfänger, den ich 1929 gebaut habe. Das Bild ist aus einer Veröffentlichung erhalten. Von den 30 Zeilen,